Friedrichstraße wieder mal verlassen. Wieder auf Berlin, auf der französischen Straße. In die Richtung Gendarmenmarkt. Jetzt kommen wir gleich an der linken Seite. Und zwar hier dieses braune Restaurant. Wenn man den Namen jetzt liest, ja, kann man es lesen. Ja. Das ist Borchardt. Ein Promi. Schuppen. Ja, liest man oft in der Klatschpresse von. So, wenn man das dann hinter sich gelassen hat, dann kommt man am Gendarmenmarkt an. Für viele einer der schönsten, wenn nicht gar der schönste Platz in ganz Berlin. Der Gendarmenmarkt, die Sonne geht fast unter, wie man da hinten sieht. Ja, immer ein schöner Fotospot. Im Sommer ist hier auch ein bisschen mehr los als jetzt im Winter. Hier stehen der französische und der deutsche Dom. Das, was wir hier sehen, ist der deutsche Dom. Dann die Oper. Und dann der französische Dom. Kann man sich leicht merken. Französischer Dom. Dahinter französische Straße. Und hier der Gendarmenmarkt. Wie gesagt, im Sommer immer ein bisschen mehr los. Ich bin hier auch schon mal Dreharbeiten gelaufen für einen Spielfilm mit Wotan Wilke Möhring. Aber der Teil, wo jetzt die Baustelle zu sehen ist, abgesperrt, konnte man nicht lang. Ja, fotografisch auch ganz schön anzuschauen. Und zwar, wenn man sich relativ mittig hinstellt. Dom auch noch ganz schön fotografieren. Und insbesondere natürlich immer dran denken bei der blauen Stunde, weil ansonsten das alles sehr trist aussieht. Wenn der Himmel aber schon mal so die Färbung annimmt, dann macht das doch wesentlich mehr Spaß. So, jetzt haben wir die Position, die man sich gut stellen kann, um den deutschen Dom zu fotografieren. Heute natürlich eher weniger, sei denn man möchte die Bauzäune und die Baucontainer drauf haben. Gut, kann man sagen, hat auch nicht jeder. Für mich wäre es jetzt nichts, aber kann man auch machen. In die andere Richtung, gegenüber vom Opernhaus fotografieren, auch nicht so schön. Da steht auch ein Baugerüst. Dann vielleicht eher in die Richtung. Das sind mal drei geworden heute. So, der französische Dom.